Schildläuse zählen zu den häufigsten Pflanzenschädlingen bei den Zimmerpflanzen, aber sie können auch verschiedene Pflanzen im Freien befallen. Sie saugen den Wirtspflanzen den Pflanzensaft mit wertvollen Nährstoffen aus, bis diese dann schließlich absterben. Schildläuse werden mitunter erst spät entdeckt. Daher ist eine ständige Kontrolle der Pflanzen und dann gegebenenfalls eine Bekämpfung unbedingt notwendig. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Die Schildläuse, Coccoida, gehören zur Familie der Pflanzenläuse, Sternoröncha. Von diesen Insekten gibt es weltweit über 3000 Arten, davon leben 90 in Mitteleuropa. Am häufigsten werden dabei die Pflanzen von der Deckelschildlaus, Napfschildlaus, Schmierschildlaus und Wollläusen befallen. Schildläuse sind an folgenden Merkmalen erkennbar. Schildläuse weisen eine Größe bis 6 mm auf und sind mit dem bloßen Auge erkennbar. Die Männchen sind geflügelt, die Weibchen hingegen sind meist bewegungsunfähig. Die Schädlinge bilden einen Schutzpanzer, dieser ist nicht abnehmbar. Das feste Schild hat einen Durchmesser von etwa 2 mm und dient besagtem Schutz. Das Schild besteht je nach Art aus Harz, Wachs oder spinnenseidenähnlichen Stoffen. Die Farbe des Schildes ist braun oder rötlich, auch gelb oder schwarz ist möglich. Die Schädlinge leben unter ihrem Panzer, leben dort von dem Zellsaft ihrer Wirtspflanzen und überwintern auch dort. Sie finden hier Schutz vor natürlichen Feinden. Aber hier legen die Weibchen auch die Eier ab und es findet die Entwicklung der Larven statt. Unter ihrem Schild können Weibchen bis zu 250 Eier ablegen. Die Larven schlüpfen Anfang Juli und besiedeln dann Blätter und Triebe der Wirtspflanzen. Über den Sommer hinweg können 2 bis 3 Generationen heranwachsen. Die Männchen besitzen keine Mundwerkzeuge und sind dadurch für die Pflanzen auch keine Gefahr. Anders sieht es da schon bei den Weibchen aus. Sie besiedeln in Kolonien Pflanzenteile ihrer Wirtspflanze. Man findet sie dort in der Regel an der Blattunterseite, Trieben, Stängeln, Zweigen und auch in den Blattachseln der befallenen Pflanzen. Sie sitzen dort dicht an dicht. Da die ausgewachsenen Schildläuse ihren Standort nicht mehr verlassen, nehmen sie zur Tarnung die Farbe der befallenen Pflanzenteile an. Durch ihre ausgeprägten Mundwerkzeuge saugen die Weibchen die Pflanzen wortwörtlich aus. Je nach Art können sie auch Gift in die entsprechenden Teile absondern. Dadurch wird die Pflanze an ihrer Entwicklung gehemmt. Bei einem Massenbefall können diese auch absterben. Der Befall durch Schildläuse kann sich mitunter erst spät bemerkbar machen, daher ist es auch wichtig, die Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren. Anzeichen für einen Befall können sich wie folgt äußern: Wollartige Gespinste auf und unter den Blättern ist Hinweis auf das Vorhandensein von Wollläusen, schwarze Vertiefungen auf den Blättern und Blüten weist auf Rußtaupilze hin. Ein weiteres Indiz für das Vorhandensein von Schildläusen ist das Auftreten von Honigtau. Der Pflanzensaft besteht hauptsächlich aus Wasser- und zuckerhaltigen Bestandteilen. Den Überschuss, welchen die Läuse nicht verwerten können, schleudern sie einfach von sich weg. Dieses klebrige klare Sekret ist als Honigtau bekannt. Darauf können sich dann auch noch weitere Schädlinge ansiedeln, beispielsweise der Rußtaupilz. Daneben kann auch das Auftreten von Ameisen ein wichtiger Hinweis auf das Vorhandensein von Schildläusen geben. Diese ernähren sich vom Honigtau, gleichzeitig beschützen sie die Schildläuse und tragen ebenfalls zur Verbreitung der jungen Läuse bei. Auch Wespen und Bienen nutzen den kohlenhydratreichen Honigtau. Die Wespen ernähren sich davon und die Bienen sammeln den Honigtau und stellen daraus den Waldhonig her, auch als Honigtauhonig bekannt. Gleichzeitig erfolgt dabei die Bestäubung der Wirtspflanze. Beschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.